Hallo liebe Kinder, mein Name ist Miriam und ich bin Trainerin beim BIFO für Code for Talents und ich möchte euch zeigen, wie man eine animierte Karte programmieren kann. Ich habe mir heute für eine Geburtstagskarte entschieden und als erstes möchte ich mal einen Hintergrund aussuchen, ein Bühnenbild. Mal schauen. Dann nehme ich Party. Die Katze brauche ich heute nicht, also die kann ich löschen. Und dann brauche ich ein paar Figuren. Und ich hätte gerne einmal einen Geburtstagskuchen. Hier unter Essen ein Cake. Sieht man schon, man kann entweder mit Kerzen an oder aus. Also den wähle ich jetzt. Und dann hätte ich noch gerne eine Figur. Da habe ich mir für den Elefant entschieden. Schön. Ah, da ist er. Genau, der Elefant. So. Genau, und dann möchte ich hier noch einen Text haben, wo drauf steht Happy Birthday. Da gehe ich nochmal auf Figur wählen und dann kann ich hier oben auf Malen klicken. So, und dann kann ich meine eigene Figur malen. Hier klicke ich auf den T, dann kann ich was schreiben, eine Farbe aussuchen. Dann nehme ich dunkelblau. Also gehe ich erstmal hier auf Blau. Genau, so. Und dann kann ich hier schreiben Happy Birthday mit einem Ausrufezeichen. Es darf ruhig ein bisschen größer sein. So. Ja, ich würde sagen, das passt. Und jetzt habe ich mich überlegt, dass ich möchte, dass ein Geburtstagslied spielt. Und dass dann mein Elefant die Kerze auspustet. Dafür gehe ich zuerst nochmal auf meinen Kuchen, auf Skripte. Und dann sage ich bei Ereignisse, wenn die grüne Flagge angeklickt wird, ja, dann möchte ich, dass er einen Kostümwechsel macht. Muss ich erstmal kurz schauen. Bei Kostüme, Cake A ist die Kerzen, wo brennen. Und Cake B sind die Kerzen aus. Deswegen sage ich, wenn also auf die grüne Flagge geklickt wird, dann möchte ich, dass die Kerzen zuerst mal brennen. Und dann gehe ich zu Aussehen. Und dann sage ich, wechsle zu Kostüm Cake A. Ah. So. Genau. Und dann hätte ich gern auch noch, dass ein Lied dazu gespielt wird. Dann gehe ich hier zu Klang. Und zum Beispiel bei so einer Geburtstagstorte ist dann ein Geburtstaglied schon automatisch in meinem Baustein drinnen. Und ich kann natürlich auch was anderes aussuchen. Ihr könnt natürlich auch selber was einsingen. Aber ich nehme das Geburtstagslied, was schon drinnen ist. Wenn ihr einen anderen Klang aussuchen möchtet, einfach hier auf Klänge draufgehen. Einmal hier oben drauf, da kann man einen Klang wählen. Aber man kann ja auch auf die Mikrofon draufklicken und dann könnt ihr auch selber ein Geburtstagslied
aufnehmen. Also das könnte auch noch ganz lustig sein. Und wenn ich hier schaue, dann sehe ich, dass mein Geburtstagslied, ich kann mir das hier mal anhören. Genau. Und das dauert 7,32 Sekunden. Das ist nachher noch wichtig zum Wissen, wenn wir das weiter programmieren. Gehe ich wieder zurück auf Skripte. Und wenn denn aber das Geburtstagslied fertig ist, dann hätte ich gern, dass die Kerze ausgepustet wurden vom Elefant. Deswegen sage ich, danach soll er vom Kostüm wechseln. Das ist wieder bei Aussehen. Und dann soll er zum Kostüm Cake Bay wechseln. So, mal schauen, ob das funktioniert. Das funktioniert schon mal. Denn hätte ich gern, dass mein Elefant, wenn er reinkommt, was sagt. Und deswegen gehe ich hier auf Elefant zu Steuerung. Wenn die grüne Flagge angeklickt wird und dann ist bei Aussehen, sage Hallo für 2 Sekunden. Dann könnte man da noch was anderes draus machen. Zum Beispiel eine Geburtstagskarte für deine Oma. Dann kann ich sagen, Hallo Oma für 2 Sekunden. Mal schauen. Ja, das funktioniert. Und danach möchte ich dann natürlich alles Gute zum Geburtstag sagen. Und deswegen sage ich hier alles Gute zum So. Und danach ist natürlich noch schön, wenn man das ein bisschen persönlich macht. Könnte ich noch sagen. Liebe Grüße von Miriam. So, jetzt sagt mein Elefant. Jetzt. Und jetzt hätte ich noch gern, dass wenn meine Kerze, also wenn das Lied fertig gespielt wird, dass der Elefant die Kerzen auspustet. Und das soll dann genau dann passieren, wenn das Lied fertig ist. Jetzt haben wir vorhin schon geschaut, dass das Lied ungefähr 7,5 Sekunden dauert. Deswegen sage ich dann auch zum Elefant, mache ich nochmal ein neues. Einen neuen Startblock, wenn die grüne Flagge angeklickt wird, dann soll jetzt erstmal warten, bis das Lied fertig gespielt hat. Und dann sage ich, warte in dem Fall 7,30 Sekunden. So ungefähr. So lange hat das Lied ungefähr gespielt. Und dann möchte ich, dass er zum nächsten Kostüm wechselt, weil wir haben ja schon gesehen, dass mein Elefant ein Kostüm hat, die ich ganz gut benutzen kann, damit er die Kerzen auspustet. Soll er nah genug auch dran stehen hier? Genau. Und das ist mein Elefant B. Und dann sage ich, wenn das Lied fertig gespielt ist, dann gehe zum Kostüm Elefant B.
Genau. Und der soll natürlich auch wieder danach zum Kostüm A-Druck wechseln. Deswegen sage ich, warte eine Sekunde. Und dann wechsle wieder Druck zu Kostüm Elefant A. Genau. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Genau, nochmal neu. So, das funktioniert gut. Timing ist auch, passt auch. Und jetzt wäre noch schön, wenn es einen Klang geben würde, wenn der Elefant die Kerzen auspustet. Die könnte ich natürlich auf dem Elefant programmieren, aber ich kann es auch auf den Kuchen machen, dass sobald er wieder, also sobald zum Kostüm wechselt, wo die Kerzen nicht brennen, dass er dann auch gleichzeitig einen Klang spielt. Und jetzt gehe ich wieder zu Klang und sage, spiele Klang. Ist bei Klänge, habe ich schon mal geschaut, da gibt es jetzt keinen Klang, wo man pustet. Auch beim Stimmen habe ich nichts gefunden. Schnieß können wir nicht. Genau, aber ich habe gedacht, entweder kann man das selber aufnehmen, ne, das wäre dann hier und dann auf aufnehmen. Dann kann man einfach einmal seinen eigenen Klang aufnehmen oder man kann einen Trompet zum Beispiel nehmen, Trumpet. Und dann kann man hier schauen, welche man nimmt. Der passt, glaube ich. Nehme ich Trumpet C. Dann gehe ich wieder zu Skripte. Und dann kann ich den hier auswählen. So. Und die hänge ich dann da dran. Und jetzt sage ich ja beim Kuchen, wenn die grüne Flagge angeklickt wird, dann sollen die Kerzen brennen. Ein Lied soll spielen. Wenn das Lied fertig ist, gehen die Kerzen aus. Und gleichzeitig natürlich pustet der Elefant und hier habe ich einen Klang von einer Trompete. Mal schauen. Genau, das funktioniert. Jetzt habe ich mir gedacht, könnte ich noch ein paar Ballons auswählen, die vielleicht vom Farbe verändern und am Ende nach oben wegfliegen. So, genau. Balloon. Und was ich jetzt eigentlich möchte, ist, dass der Ballon, wenn das Lied gespielt ist und der Elefant pustet die Kerzen aus, dass die Ballons dann einfach nach oben wegfliegen. Also sage ich hier auch wieder Steuerung, oh, Entschuldigung, Ereignisse. Wenn die grüne Flagge angeklickt wird, dann sollen die Ballons erstmal nichts machen. Also die sollen wieder warten, bis das Lied fertig gespielt hat. Und deswegen sagen wir hier, warte 7,5 Sekunden, 7,30. Genau. Wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, was mein Ballon ist, dann kann ich hier einfach draufklicken und dann sieht man oben, wo der ist. Dann sage ich, okay, gehe mal zum Beispiel hier hin, warte 7,5 Sekunden und dann anschließend soll er
langsam nach oben schweben. Das möchte ich mit Bewegung machen. Und nach oben ist ja auf die Y-Achse. Das sieht man hier. Ja, und da habe ich einen Baustein dazu. Das sagt, ändere Y um 10. Also dann geht er jedes Mal um 10 nach oben. Ich nehme hier 5, weil ich möchte wirklich, dass der Ballon gleitet und in kleine Schritte geht, dass es ganz fließend, dass es sich ganz fließend nach oben bewegt. Und das soll er dann einfach ein paar Mal wiederholen, bis er dann ganz oben ist. Das habe ich hier, wiederhole 10 Mal. Das brauchen wir schon ein bisschen mehr, damit er auch weg ist. Ist ja nicht so wichtig wie oft. Hauptsache, er geht, fliegt nach oben. Dann probieren wir das mal aus. Genau. Das ist schon mal gut. Also der Ballon fliegt nach oben. Und ich sollte aber natürlich dann auch am Ende, dass der Ballon wieder dort zurückkommt, wo er war, wo er hingehört, oder? Das muss ich dann das mal holen. Genau. Wenn ich den nicht mehr verwische, kann ich dann natürlich auch hier unten für meinen Ballon andere Koordinaten eingeben. Dann kommt er ja auch wieder zurück. Jetzt sage ich, der Ballon soll ungefähr von hier starten. Dann gehe ich hier zu Bewegung und dann hat es automatisch die Koordinaten schon hier ausgefüllt. Das sieht man hier, minus 197 und minus 33 steht schon drinnen. Deswegen sage ich jedes Mal am Ende soll er wieder auf seine Anfangsposition zurückkehren. So, probieren wir das mal aus. Genau. Ich möchte sogar, dass der Ballon ein bisschen wartet, also dass er erst nach 8 Sekunden wegfliegt. So, nicht gleichzeitig mit der Elefant wurde Kuchen auspustet, aber eine halbe Sekunde später. Und was ich jetzt auch noch machen kann, ist, dass der Ballon während die ganze Zeit eine andere Farbe bekommt. Also man kann natürlich hier sagen, wechsle Farbe. Aber mein Ballon hat hier auch verschiedene Kostüme. Und die Farbe finde ich eigentlich ganz schön, weil die passen gut zum restlichen Bühnenbild. Deswegen werde ich einfach nicht sagen, wechsle Farbe, aber ich würde sagen, wechsle zum nächsten Kostüm. Und das darf aber von mir aus gleich vom Anfang an passieren. Also sobald die grüne Flagge angeklickt wird, soll der Ballon immer gleich zum nächsten Kostüm übergehen. Und das haben wir in Aussehen. Dann sagen wir einfach, wechsle zum nächsten Kostüm. Dann wechselt er einfach diese drei Kostüme jeweils durch. Und das soll natürlich ein paar Mal wiederholt werden. Deswegen gehen wir hier auf Steuerung. Und dann sage ich, wiederhole 10 Mal. Und da muss ich natürlich eine Pause dazwischen machen, dass es nicht ganz schnell hintereinander passiert, aber ungefähr jede Sekunde vielleicht zum nächsten Kostüm. Jetzt probieren wir das mal aus. Klicke ich wieder auf die grüne Fahne. Genau, das passt. So, wie ihr seht, ist mein Ballon jetzt auf dem Happy Birthday Wunsch drauf. Das möchte ich nicht. Dafür gibt es auch einen speziellen Baustein.
Da kann ich hier nochmal auf Happy Birthday draufklicken. Und dann kann ich nämlich programmieren, dass das Happy Birthday immer auf der vorderste Ebene ist. Dann brauche ich natürlich wieder einen Start. Baustein und das ist unter Aussehen. Genau, da steht, gehe zu vorderster Ebene. Man kann auch hinterster, aber ich möchte, dass es zu vorderster Ebene geht. Dann hoffen wir mal, dass das auch funktioniert. Jetzt sieht man, dass der gelbe Ballon auf mein Happy Birthday oben drauf ist. Aber wenn ich das hier jetzt dranhänge und ich klicke auf die grüne Flagge, sollte das gelöst sein. Genau. So funktioniert das. Also so kann man immer schauen, auf welche Ebene irgendetwas sein muss, dass der Elefant zum Beispiel hinterm Kuchen oder vorm Kuchen ist oder eben der Schriftzug Happy Birthday auf den Ballons drauf. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Ballon. Was ich jetzt aber möchte, ist, dass ich einfach mehrere Ballons habe. Da könnte ich natürlich jetzt jedes Mal eine neue Figur aussuchen und das nochmal neu programmieren. Was ich aber auch machen kann, ist, dass ich einfach diese Ballon hier kopiere und gehe da mit meinem Mausezeiger drauf. Klicke ich einmal und sage ich duplizieren. Schau, ist noch einer dazugekommen. Und nochmal duplizieren, habe ich noch einen Ballon. Genau. Und dann probieren wir das nochmal aus. Genau, und dann sind sie wieder zurück. Das, was man jetzt sieht, ist, dass alle drei jetzt wieder auf diese Stelle gesprungen sind. Das ist natürlich, weil ich das so programmiert habe. Ich habe gesagt, am Ende gehst du immer zu x minus 197, das ist eben hier, und i minus 37 oder minus 33. Das muss ich einmal hier wegnehmen und dann soll ich bei jeder Ballon einfach einmal schauen, wo ich die gern hätte. So, zum Beispiel diese hier, der erste. Das ist diese. Genau. Das ist mein erster Ballon. Das ist der zweite. Und das ist der dritte. So kann man die auch einfach mal hin und her schieben, dass es auch, dass man auch weiß, welcher Ballon wo ist. Also jetzt weiß ich, dass der erste hier auch tatsächlich der erste hier ist. Dann sage ich, du sollst, wenn du nach oben weggeflogen bist und du startet wieder neu, bitte bei Bewegung gehe zu dieser Position und der nächste Ballon, der ist auf diese Position und dann sage ich auch, gehe zu dieser Position und hier der letzte, diese hier sage ich auch, wenn du nach oben weggeflogen bist und die Karte soll wieder in Originalzustand zurückgehen, dann wäre das die X202 und Y0. So, ja, dann können wir das einmal ausprobieren. Funktioniert, kommen wieder zurück dorthin, wo ich sie gern hätte. Was ich jetzt noch machen kann, ist, dass ich zum Beispiel sage, jetzt haben alle Ballons am Anfang der gleiche Farbe. Ich kann auch noch sagen, sie sollen mit einer anderen Farbe starten, dann ist es ein bisschen bunter, ein bisschen fröhlicher. Dafür gehe ich nochmal auf mein Ballon 2
Und dann sage ich, starte mal mit ein gewisse Kostüm. Jetzt schaue noch mal. Ich habe einmal Kostüm Ballon A, B und C. Und dann sage ich bei meinem ersten Ballon aussehen, du startest mit Kostüm A und der zweite, wo hier ist, soll starten mit B und der dritte dann mit C. Probieren wir das auch mal aus. Genau. So, dann schauen wir uns das nochmal in groß an. Einmal auf die grüne Flagge. So, also meine Karte ist fertig und ihr könnt das natürlich so ändern, wie ihr das möchtet. Andere Figuren, das muss ja nicht eine Geburtstagskarte sein. Das könnte jetzt zu Ostern natürlich auch eine ganz tolle Osterkarte sein. Ich habe hier zum Beispiel bei Figur wählen, habe ich hier, wo war das nochmal? Ist das doch unter Essen dann vielleicht? Nein. Ich habe da ein Osterei gefunden. Da kommt ein Küken raus. Die können wir dann zum Beispiel auch nehmen. Oder hier ein Küken. Schau hier. Den habe ich eigentlich gemeint. Der ist jetzt hier. Kann ich mal zeigen. Größe. Oh. 300 zum Beispiel. Und der hat ganz tolle Kostüme. Zum Beispiel einmal das Küken, was ein bisschen rausschaut und einmal das Küken, was rausfliegt. Könnte ich mir zum Beispiel auch ganz gut vorstellen, dass man das zur Osterkarte vielleicht für Oma oder Opa oder Freunde oder Freundinnen nimmt und dann mit frohe Ostern dazu und eine schöne grüne Wiese. Und das Küken, was dann eben rausfliegt, und vielleicht könnt ihr dann noch ein schönes Osterlied dazu singen. Also da kann man ganz viele tolle Karten machen. Und wichtig ist natürlich auch, dass wenn man eine Karte hat, dass man ihnen auch tatsächlich verschicken oder versenden kann. Und das geht hier in Scratch ganz, ganz einfach. Da klickt ihr einfach einmal auf Veröffentlichen hier, orange oben. Dazu muss man sich allerdings schon angemeldet haben. Also da braucht man hier einen eigenen Account mit Passwort und Benutzernamen muss man sich dann dort anmelden. Aber das ist nicht schwierig. Das hat man ganz, ganz schnell. Und dann klickt man oben hier auf Veröffentlichen. Dann kann man hier natürlich die Karte nochmal abspielen. Ganz wichtig ist es, dass man dann auf das Vollbild-Symbol klickt. So, da sieht man hier oben, dass auch Fullscreen dasteht. Und jetzt könnt ihr einfach hier diese Adresszeile einmal kopieren. So, und dann in euer E-Mail-Programm gehen und das einmal reinkleben und das dann versenden. Und wenn denn der Person auf den Link klickt, dann kommt er direkt hier auf dem Schirm drauf und dann kann er direkt hier, vielleicht könnt ihr noch einen Hinweis hinschreiben, liebe Oma oder keine Ahnung, bitte, ich habe eine Überraschung für euch, einmal auf die kleine grüne Flagge links oben klicken, genau, und dann ist die Überraschung auch schon da. Genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt auch Lust bekommen, selber eine Karte zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.